Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir befassen uns heute mit dem Antrag Irlands auf vorzeitige Rückzahlung von Krediten. Das ist nicht das erste Mal, dass wir uns damit beschäftigen. Wir haben im Jahre 2014 über einen ähnlichen Antrag beraten und ihm auch zugestimmt. Damals ging es darum, dass Irland Schulden gegenüber dem IWF in Höhe von 18 Milliarden Euro zurückgezahlt hat, vorzeitig zurückgezahlt hat, zwischen 2014 und 2015. Und heute geht es um die Rückzahlung des Restbetrages, der noch offen war, in Höhe von 4,5 Milliarden Euro an den IWF und um die vollständige Tilgung der Finanzhilfen, die Irland von Dänemark, Schweden bekommen hat. Damit wären für Irland anschließend nur noch offen die Schulden gegenüber dem Vereinigten Königreich in Höhe von 3,8 Milliarden Euro, dem Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität von 17,7 Milliarden Euro und dem Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus in Höhe von 22,5 Milliarden Euro. Dies ist Teil einer Erfolgsgeschichte. Es ist Teil einer Erfolgsgeschichte, an der auch Portugal und Spanien und Zypern teilhaben, weil es beweist und deutlich macht, dass die Arbeit der letzten Jahre zur Stabilisierung dieser Länder erfolgreich war und dass diese Erfolgsgeschichte auch in Zukunft weitergehen kann. Irland kann diese vorzeitige Rückzahlung nur vornehmen, wenn es dazu die Zustimmung seiner europäischen Partner hat. Die wird deshalb benötigt, weil die Vereinbarungen mit der EFSF und dem EFSM sowie mit dem Vereinigten Königreich für den Fall einer vorzeitigen Rückzahlung jeweils eine parallele und proportionale Rückzahlung auch an EFSF und EFSM vorsehen. Diese Klausel, die man Parallelitätsklausel nennt, ist im Grundsatz auch richtig. Und trotzdem sind wir der Auffassung, dass dem Wunsch Irlands nachgekommen werden kann, zum jetzigen Zeitpunkt die Ablösung der Kredite mit dem IWF in den Vordergrund zu stellen, weil es dazu beiträgt, dass sowohl für Irland wie auch für seine Gläubigerstaaten damit eine wesentliche Verbesserung verbunden ist. Ich weiß, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass es seinerzeit im Jahre 2010 sehr heftige, teils kontroverse Debatten darüber gab, ob man Ländern wie Irland, Spanien oder Portugal überhaupt helfen soll oder ob man ihnen möglicherweise noch zu günstigeren Bedingungen hätte helfen müssen, als wir es damals getan haben. Diese Debatte brauchen wir im Grundsatz heute nicht zu führen. Denn fest steht, dass die Hilfen, die wir geleistet haben, dazu beigetragen haben, dass diese Länder aus ihren Problemen, aus ihren Krisen sich herausarbeiten konnten. Wir hatten einen Grundgedanken, der war Solidarität gegen Solidität. Wir haben Irland Kredite zu vorteilhaften Konditionen gewährt. Und Irland hat sich verpflichtet, im Gegenzug im Rahmen seines Anpassungsprogrammes schmerzhafte, aber notwendige Reformen durchzuführen. Das hat funktioniert. Es hat mehr funktioniert, als viele damals geglaubt bzw. gehofft haben. Irland hat das Anpassungsprogramm bereits 2013 planmäßig beendet. Es hat alle Auflagen erfüllt. Auch das ist ein Beispiel darüber, weit über Irland hinaus, dass es möglich ist, wirtschaftliche Schwierigkeiten zu überwinden und auf einen Wachstumspfad zurückzukehren. Wenn wir uns die irische Wirtschaft anschauen, dann stellen wir fest, dass die Arbeitslosigkeit von einem Höchststand von 15% im Jahre 2011 mit allen sozialen Folgen gesunken ist auf weniger als 8% Ende 2016. Wir stellen fest, dass die Staatsverschuldung von Irland von 120% des Bruttoinlandsprodukts erheblich reduziert worden ist. Ich will mich nicht festlegen, ob das die Zahl ist, die man hat, wenn man die internationalen ausländischen Unternehmen herausrechnet, dann sind es 106% oder eine Zahl, wenn man sie nicht herausrechnet, dann ist es etwas günstiger. Tatsache ist jedenfalls, dass anders als in manchen anderen Ländern die Entwicklung in Irland kontinuierlich in die richtige Richtung geht und dass Irland die Chance haben wird, in den nächsten Jahren seine Verpflichtungen nach dem Europäischen Stabilitätspakt zu bestehen. Der Bankensektor in Irland wurde erfolgreich restrukturiert. Irland hat das Vertrauen der internationalen Investoren zurückgenommen und Irland kann sich seit dem Abschluss des Programms auch wieder eigenständig am Kapitalmarkt finanzieren. Natürlich sind längst nicht alle Probleme auch in Irland gelöst. Ein Land, das durch eine derart schwere Krise gehen musste, wird noch auf lange Zeit dem Bankensektor besondere Aufmerksamkeit widmen können.
Man wird darüber nachdenken und dafür arbeiten müssen, dass der nach wie vor hohe Anteil an notleidenden Krediten, das sind derzeit 14,2% der inländischen Kredite, reduziert wird. Und außerdem ist der Vorgang des Brexit und die damit verbundenen Unsicherheiten zusätzlich ein Umstand, mit dem sich die irische Politik auseinandersetzen muss. Und deshalb hat die Europäische Kommission gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank und gemeinsam mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM auch Vorbedingungen gestellt als Voraussetzung einer Zustimmung zum Antrag von Irland. Und deshalb begrüße ich auch ausdrücklich, dass Irland, ich habe mit dem irischen Finanzminister heute noch einmal auch gesprochen, dass Irland bereits in seinem Antrag angekündigt hat, die künftige Zusammenarbeit mit dem IWF bis zum Ende der ursprünglich beabsichtigten Nachprogrammüberwachung auch durch technische Missionen der IWF-Experten fortzusetzen. Das ist auch im Interesse von Irland, weil es die Glaubwürdigkeit in die irische Politik und in den Erfolg der irischen Stabilisierung erhöht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir der vorzeitigen Rückzahlung der Schulden, um die es heute geht, zustimmen, zusammen mit der Nichtanwendung der Parallelitätsklausel, dann wird das dazu beitragen, das Vertrauen der Finanzmärkte in die wirtschaftliche und haushaltspolitische Stabilität Irlands weiter zu stärken. Das ist im Interesse dieses kleinen, aber für die Europäische Union so wichtigen Landes. Es ist im Interesse aller Steuerzahler in Europa, es ist im europäischen Interesse und es ist im ureigenen Interesse unseres eigenen Landes. Und deshalb bitte ich Sie ganz herzlich um Ihre Zustimmung zu diesem Antrag. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Harald Weil für die AfD-Fraktion. Es ist die erste Rede. Also ich glaube es nicht. Entschuldigung, ja. Wir haben hier noch ein paar Probleme mit der Aufstellung und dem Nachvollziehen der Redeliste. Entschuldigung. Carsten Schneider hat für die SPD-Fraktion das Wort und Herr Dr. Weil bereitet sich auf seine erste Rede vor.